Die Fed und vor allem Jerome Powell, der extrem dovish war gestern, haben sich wahrscheinlich keinen Gefallen getan gestern, denn jetzt ist ein Kampf eröffnet zwischen der Fed, die sagt, wir leben in Wonderland, Alice im Wunderland, irgendwo ganz woanders, wo ihr offenkundig nicht lebt, und die Märkte sagen, hey, ihr seid doch völlig hinter der Kurve, das gibt's doch gar nicht. Wir wetten gegen euch, wir werden euch zeigen, dass ihr falsch liegt, und jetzt ist praktisch dieser Kampf heute Morgen eröffnet worden. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe schießt gerade so durch die Decke, weil eben die Märkte sich sagen, okay, wenn ihr das ernst meint, liebe Fed, dann wird die Wirtschaft so dermaßen überhitzen in den USA, dass ihr dann später umso stärker auf die Bremse treten müsst. Genau das ist der Grund für den Anstieg der Renditen, und dementsprechend hat sich möglicherweise die Fed und Jerome Powell keinen Gefallen getan, denn man muss dann wahrscheinlich auf diese Marktentwicklung wiederum reagieren und dann eigentlich sich dem, oder muss eigentlich dem dann widersprechen, was man gestern in dieser Pressekonferenz gesagt hat. Also das wird jetzt eine heiße Geschichte. Schauen wir uns zunächst mal an, wie ich das gestern versucht habe, noch in einem Kurzkommentar zu analysieren. Sind die verrückt, weil das offenkundig so stark an der Realität vorbeiging, was Jerome Powell vor allem da gesagt hat. Aber ich hatte dann eben auch den Punkt gemacht, naja, vielleicht kann die Fed nicht viel anders, denn alle anderen sind in eine andere Richtung gelaufen. Die EZB hat gesagt, wir dulden den Anstieg der Renditen nicht, wir werden hier agieren. Und da ist es sozusagen jetzt nicht wirklich sinnvoll gewesen für die Fed, hawkisch zu sein, damit die Dinge noch zu eskalieren, damit eben den Dollar noch stärker zu machen, etc. etc. Also vielleicht war das ein Stück weit auch eine Rücksicht auf die globale Finanzstabilität, eine Rücksicht auch auf die Schwellenländer, die ja schon in letzter Zeit nicht wirklich gut laufen, deren Währungen stark unter Druck sind, deren Aktienmärkte stark unter Druck sind. Aber es ist eben vielleicht jetzt dieser Kompromiss gewesen, der schädlich ist. In Elend und Not bringt der Mittelweg den Tod, dichtete einst Alexander Kluge, und das könnte diesmal auch so sein. Schauen wir uns mal die Rendite der respektive erstmal an, was da passiert ist mit der Jerome Powell. Da hat man also das Wachstum deutlich angehoben, den Ausblick für das Wachstum, wie auch für die Inflation, gleich dazu mehr, und will aber sozusagen diese ultralaxe Geldpolitik unverändert beibehalten. Kann das gut gehen? Die Märkte sagen, no, Sir. Man ist jetzt bei der 10-jährigen US-Rendite über die 1,7% geschossen, und während das heute noch sehr schön aussah und gestern Abend sehr schön aussah, etwa beim Nasdaq, dazu gleich mehr, sieht das jetzt weniger schön aus. Und der Grund dafür ist schlichtweg der, dass sich die Märkte sagen, hey, ihr habt es nicht im Griff. Ihr sagt uns immer, ihr habt es im Griff, ihr redet diese ganze Geschichte mit Inflation runter, aber ihr werdet es nicht im Griff haben, und wir werden euch so lange triezen, bis ihr reagieren müsst, und deswegen steigen die Renditen. Und ich will jetzt anhand dieser drei Fragen, die ich schon immer wieder hier gepostet habe, was ist moderates Überschießen der Inflation, wird die Fed den SLR Relief verlängern, und wird die Fed versuchen, die länger laufenden Renditen zu deckeln. Anhand dieser Fragen werde ich mich jetzt mal hier weiter hangeln und erstmal anfangen mit diesem SLR Relief, also diesem Supplementary Leverage Ratio Relief, faktisch die Gewährung von Schonung des Eigenkapitals der Banken. Das ganze Programm, das im April letzten Jahres eingeführt wurde, läuft jetzt am 31. März aus. Und jetzt hat Powell gestern gesagt, ja, dazu werde ich jetzt nicht sagen, das werden wir in den kommenden Tagen machen. Und die Märkte haben das jetzt zunächst mal so interpretiert, ja, guckst du, dann werden die das verlängern. Aber ist das sicher? Das ist die Frage. Das war einer der zentralen Punkte, auf den man geachtet hat, hat Powell offen gelassen mit einer Tendenz, zumindest aus Sicht der Märkte, zu sagen, ja, wir werden diese ganze Geschichte verlängern. Was auf jeden Fall gestern schon der Fall war, war eine weitere Versteilung der Zinskurve. Warum? Weil die Renditen für kürzer laufende Staatsanleihen deutlich gefallen sind, deutlicher gestern Abend als eben die Renditen für die länger laufenden Staatsanleihen. Warum ist das so? Weil man sich eben sagt, ja, im kurzen Zeitfenster wird die Fed alles tun, um hier dovish zu bleiben. Das wird also die bald auslaufenden Anleihen dann durchaus stärker tangieren als die länger laufenden Anleihen. Die preisen jetzt eben schon eine Überhitzung der Märkte ein. Deswegen dürfte diese ganze Geschichte noch weitergehen. Wir sehen hier die Spreads zwischen der 5- und der 30-jährigen US-Staatsanleihe so haben sich deutlich versteilt, und vor allem
Wir haben jetzt eine extrem steile Zinskurve in Sachen 2- und der 10-jährige US-Staatsanleihen, eigentlich die maßgebliche, das maßgebliche Parameter für die Zinskurve schlechthin. Da sind wir jetzt so steil in der Kurve unterwegs wie seit dem Jahr 2015 nicht mehr. Da passiert also was. Jetzt kommen wir mal zu den Ausblicken der Fed in Sachen Wirtschaftswachstum und Inflation. Man hat also jetzt das Wachstum angehoben von 4,2% bei der Dezember-Sitzung auf jetzt 6,5%. Erstaunlich, erstaunlich. Also schon ein dicker Schluck aus der Pulle. Dann hat man das Wachstum für 2022, also ein Jahr später, von 3,2 auf 3,3 angehoben, aber für 2023 das Wachstum gesenkt von 2,4% auf 2,2%. Sieh an, sieh an. Und dann haben wir hier die PCE-Inflation, also Personal Consumption Expenditure, die maßgebliche Inflationsberechnungsgröße für die Fed. Da hat man eine Anhebung gemacht von 1,8 auf 2,4% und für das nächste Jahr von 1,9 auf 2,0%. Wenn wir uns jetzt mal die Historie dieser Projektionen anschauen, also die letzten FED-Sitzungen, was sich da verändert hat, dann sehen wir, dass man jetzt in Sachen Real GDP zunächst mal im Juni bei 5,0% war, dann ein bisschen runterging, zweite Corona-Welle etc., jetzt deutlich raufgegangen ist auf 6,5% hier oben in der Grafik. Man hat allerdings eben das Wachstum für 2022 und 2023 tendenziell nach unten genommen, während man in Sachen Arbeitslosigkeit, mittlere Spalte, hier deutlich jetzt nach unten gegangen ist. Jetzt erwartet man eine Arbeitslosigkeit von 4,5% in 2021 und bei der Inflation deutlich nach oben gegangen ist. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Ich kann nicht sagen, die Inflation wird deutlich steigen, die Arbeitslosigkeit, was ja eines der zentralen Themen ist für die Fed, Vollbeschäftigung, und 4% sind um und bei Vollbeschäftigung, kann man fast sagen. Passt also nicht so richtig zusammen, und das ist das Problem, das die Märkte mit dieser ganzen Geschichte haben. Und das zweite Problem ist eben dann die Entwicklung der Zinsen, die aus Sicht der FED-Mitglieder, nämlich die sogenannten Dot-Plots. Und hier sehen wir, wie JP Morgan schreibt, da hat sich ja durchaus was verändert. Da sind einige ganz schön ausgeschert nach oben. Die erwarten also Zinsanhebungen, und JP Morgan sagt hier, Paul hat das versucht runterzureden, indem er immer wieder betont hat, dass die Mehrheit der FED-Mitglieder wieder ja keine Zinsanhebung bis Ende 2023 sieht. Und das war die Musik, die die Märkte hören wollten, die Botschaft, die die Märkte hören wollten. Deswegen sind die Aktienmärkte nach oben und die Renditen zunächst mal nach unten gegangen. Aber wie gesagt, das hat sich heute Morgen umgedreht. Also Paul hat versucht, hier das Ganze runterzuspielen. Und wie krass die ganze Geschichte ist, sehen wir hier die Dots für das Jahr 2023. Also wo der Zinssatz steht in 2023, da erwarten 11 und 18 keine Zinsanhebung bis dahin oder keine Zinsänderung. Zwei sagen sogar, wir sehen 4 Zinsanhebungen. Dann sehen wir 3, sagen wir sehen 3 Zinsanhebungen. Einer sagt, wir sehen 2 und einer sagt, eine Zinsanhebung. All das hat gestern Paul so ein bisschen beiseite geschoben. Also da hat sich innerhalb der Fed bei einer Minderheit gewiss, aber doch bei einer nicht unwesentlichen Gruppe doch etwas deutlich verschoben. Und jetzt kommen wir zur Inflation oder zur Inflationsthematik. Das ist vor allem der Grund, warum die Märkte sich denken, hey, ihr lebt ja dermaßen hinter der Kurve. Hier sehen wir mal die Preise bei NFIB, also bei kleinen Firmen, was die mit den Preisen gemacht haben, sind massiv nach oben geschossen. Wir haben das in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen, etc., etc. Und hier sehen wir, dass das eben mehr sein dürfte, zumindest in nächster Zeit und in länger als die Fed glaubt, als ein moderates Überschießen über die 2%. Wir dürften in Richtung 3% in Sachen Kerninflation unterwegs sein, und es wird, wie Scott Minor hier anmerkt, virtually impossible for Powell to walk this position back if inflation were to spike for an extended period. Also wenn die Inflation länger als gedacht plötzlich dann höher liegt, als er von Powell gedacht, dann hat er ein riesiges Problem, dann hat er eine Lücke, die er irgendwie mit Intellekt oder mit Inhalt füllen muss, und das dürfte schwierig werden aufgrund seiner gestrigen Aussagen. Und warum ist das so? Wir sehen zum Beispiel, dass Inflation ja sehr eng und vor allem Inflationserwartungen sehr eng an den Ölpreis respektive an Benzinpreise gekoppelt sind. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel in den USA die Situation, dass wir einen Anstieg seit Jahresbeginn haben bei den Benzinpreisen um 27,7%, größter Anstieg seit 2005. Das ist also etwas, was direkt in die
Taschen der Amerikaner eingreift. Wer hier in Deutschland tankt, der ist ganz sportlich bei 1,50 dabei, wenn nicht sogar mehr für Super. Auch eine massive Steigerung. Man konnte im November noch für 1,22, 1,23 tanken, wenn es gut lief. Also da ist etwas im Gange, da passiert etwas. Dementsprechend suchen die Amerikaner, wie wahrscheinlich bald auch die Europäer, sehr stark nach dem Topos Inflation auf. Google ist massiv nach oben geschossen, geht also massiv durch die Decke. Wenn wir uns allerdings mal die Break-Evens anschauen, also die Differenz zwischen den 5-Year-Break-Evens und den 10-Year-Break-Evens, also praktisch der länger laufenden Inflationserwartung über 10 Jahre und der kürzer laufenden 5 Jahre, vereinfacht gesagt, meine Damen und Herren, dann sieht es so aus, dass die Märkte eher in den nächsten 5 Jahren eine stärkere Inflation erwarten, dann aber wieder eher deflationäre Tendenzen. Deswegen geht diese Geschichte hier nach unten. Auch das sei mal erwähnt. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Die Aktienmärkte waren gestern erfreut. Alles, was gegen den Dollar gehandelt wird, Rohstoffe nach oben, Dollar nach unten. Renditen nach unten, Aktienmärkte nach oben, vor allem dann der Nasdaq, den Sie hier im Triple Q, Nasdaq ETF sehen von Michael Saylor. Und da haben wir jetzt eben die Frage, ist das eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, nämlich eine umgedrehte, eine inverse, dann muss der Nasdaq über diesen Widerstand drüber, über dieses Hoch drüber, was wir hier gebildet hatten. Momentan sieht es nicht so aus. Oben sehen Sie eine negative Divergenz im RSI in der relativen Stärke. Das könnte also jetzt kritisch werden. Das ist für mich der Maßstab schlechthin, was die Aktienmärkte jetzt betrifft. Schafft es der Nasdaq hier nach oben auszubrechen? Wo nicht? Sieht es nicht gut aus, auch für die anderen Indizes, auch wenn der S&P 500 zum Beispiel deutlich stabiler dasteht, auch der Dow Jones, als eben der Nasdaq. Wir haben jetzt den VIX. Genau vor einem Jahr, also gestern vor einem Jahr, hatten wir einen Schlusskurs von 82,69, also die Vola. Da war also totale Panik am Markt. Jetzt haben wir gestern geschlossen bei 19,23, niedrigster Stand seit Beginn der Pandemie. Ist das der Boden oder geht es weiter runter mit dem VIX? Was gut für die Aktienmärkte wäre, gute Frage. Wir haben gestern ja auch bei Jerome Powell die Frage gehabt, ja, sind denn nicht die Assetpreise ein bisschen hoch? Und Powell gesagt, ja, so ein bisschen schon, teilweise. Okay, kann man jetzt aber nicht, ja, wer konnte schon beurteilen? Ich nicht, gell? Wenn ich also Fahnenstangencharts habe, die durch die Decke schießen, dann kann das kein Mensch beurteilen. Siehe Tesla. Und jetzt sagt hier zum Beispiel Stockheads, interessant, dass er zum Beispiel, dass Paul zum Beispiel an der offiziellen Arbeitslosenquote zweifelt. Das haben immer wieder FED-Mitglieder gesagt. Die faktische Arbeitslosigkeit ist eher bei 10-11% als bei 5-6%. Alles richtig, aber bei der CPI, also bei den Verbraucherpreisen, da nimmt man die ganze Geschichte ernst. Sterling Rutten Pursky schreibt hier, Paul ist der größte Bullshit-Artist, den es je gegeben hat. Also der Bullshit-Künstler, könnte man sagen. Aber klar, er muss ja auch ein Ponzi-Schema dirigieren und organisieren. Da ist natürlich ein Punkt. Paul hat gestern auch gesagt, ja, die Zinsen waren bei Null für 7 Jahre oder 7 Jahre lang und es gab keine Exzesse an den Finanzmärkten. Nein. Gab es natürlich nicht, dass hier nur einige Anmerkungen in Sachen Bewertung. Und in Sachen Bewertung, gestern schon ja Volkswagen massiv gestiegen, Tesla hat sich dann erholt mit dem Ansteigen der Märkte insgesamt, aber die Lücke, die wird jetzt immer kleiner zwischen Tesla und der Volkswagen. Volkswagen oder Tesla ist jetzt nur noch das 3,8-fache Wert von Volkswagen und möglicherweise wird sich diese Lücke komplett schließen, weil die Leute einfach da auch ein bisschen merken, dass sie vielleicht mit ihrer Tesla-Euphorie etwas hinter der Kurve waren, etwas in Fantasyland sich befunden haben. Genauso wie die Fed sich derzeit offenkundig in einem Fantasyland bewegt, möglicherweise aus Rücksicht auf andere, auf die Eurozone, auf Schwellenländer vor allem. Aber die Märkte sagen sich jetzt, Digga, da wirst du dich irren, da werden wir gegen dich wetten, wir werden jetzt die länger laufenden Renditen weiter nach oben treiben. Und insofern ist das, was jetzt eigentlich gestern mit der Fed passiert ist, überhaupt kein Gamechanger gewesen. Es ist zwar eigentlich bullisch für Aktien und bullisch für alles, was gegen den Dollar gehandelt wird. Aber wenn wir jetzt auf der anderen Seite eben dieses Narrativ überwiegen sehen, dass die Märkte sagen, es wird so stark überhitzen, du musst dann stärker auf die Bremse treten, dann werden wir jetzt eine sehr spannende Auseinandersetzung zwischen der Fed und den Märkten erleben. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Donnerstag. Schauen Sie rein heute bei Finanzmarktwelt. Wir werden ein Interessantes haben. Jetzt sage ich Servus und Ciao.